CD. Das senkt man natürlich nicht, wir senden nur die, die Fragen. Fucking pimp bitch asshole Sumpf Huhn. Hallo, wir sind jetzt hier in der Garderobe von den Sumpfkröten, Platinum, Gold, geschwängerte Erfolgsduo. Wir wissen euer Image, einer sagt nichts und einer ist so der bisschen, du bist ja der Macher. Wann habt ihr begonnen? Ich glaube 67. Wir haben 67, ganz ehrlich, bei aller Liebe, das kann nicht sein. Ich bin der Sohn davon. Mein Vater macht das seit Jahren schon und ich habe es übernommen, die Firma. Mit meiner Freine, gell, das ist gerade ein bisschen. Der Obama, Osama, Terror, Politik, Klimaerwärmung und der Papst und Ratzinger, Kinderschändung und gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Und da seid ihr mit eurer Message praktisch dagegen und macht Lieder über eine Welt, die besser ist. Ich muss ehrlich sagen, ich selber, ich habe seit Jahren bei meinem Vater einen Proberaum vermit, dann sind teilweise Musiker gekommen, wo ich sage, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Weil ich mit Alkohol und all fremde Leute, da wo ich dann Begrenzungssteine wie ich reingeklickt habe. Weil ich gesagt habe, wenn man schnell reinfahren will, der Staub auf. Alles andere Geschichte. Was haben Sie gefragt? Ja, gut. Dann freuen wir uns jetzt auf den Auftritt von den Sumpfkröten. Und ich wünsche viel Glück für die Zukunft und der Familie geht es hoffentlich gut. Ich möchte nicht drüber sprechen. Gut. Geh mal, Wurzel! Lass mich nicht an! Wie soll ich mal schauen? Ist das wahr? Sag mal, wo damals. Alter, ist Lüge, Alter! Wo ich die damals gekauft, wo wir es kennengelernt haben, sag mal den bayerischen Satz, wo ich dabei gebracht habe. Ich bin ein Berliner? Ja. Weil du lässt keinen Spaß aus auf der Bühne. Du bist bekannt für deine Jokes, du unterhältst das Publikum einer nach dem anderen. Hast du einen spontanen Auflage? Also sag mal, was wir machen, ich habe Jokes privates nicht nötig, auf der Bühne ist meine Profession. Und ich persönlich, mein Lieblingswitz ist, wo ich sage, was Gegenteil von Reformhaus? Reh hinterm Haus. Weil dann sage ich, ja klar, weil natürlich das ist ein Edelwitz, weil sagt, macht sich, weiß man, denkt man Reformhaus, denkt man gleich mal nach, gesunde Ernährung, sollte der bin mal schauen und dann Gegenteil hat nicht alles ein Gegenteil und dann zack, Reh hinterm Haus. Was du überhaupt nicht damit redest, wo man das auch anders schreibt, glaube ich. So sind es die Sumpfkröten und wir freuen uns jetzt auf einen Auftritt von Ihnen. Dankeschön. I'm looking for Ali. Where is he? I'm here in Germany from LA. Flew in with this $4 bill. Like I said, and this guy better not. I know this when homie Khan show up in town, everybody disappears.